Ein professionelles Mastering-Studio kann auf präzises Metering nicht verzichten. Es gibt sowohl im Hardware-Bereich als auch im Software-Bereich unzählige Anbieter. Als Hardware sind besonders Produkte von Clark Technic, RTW und DK Audio sehr verbreitet. Im Software-Bereich gibt es neben Host-Programm-internen Analyse-Werkzeugen auch sehr leistungsfähige Standalone-Lösungen. Das Pinguin Audio Meter führt diese Riege gefolgt vom Metering-Paket von Vincent Burrell an. Das Pinguin ist im Bereich Mastering, Broadcast und in großen Tonstudios am weitesten verbreitet und stellt meiner Meinung nach die fortgeschrittenste und am besten ausgefeilte Lösung auch im Vergleich mit Hardware-Analysern dar. Da das Pinguin wesentlich günstiger als seine Hardware-Pendants und sich als Software den technischen Entwicklungen einfacher anpassen kann, gehe ich etwas tiefer darauf ein. Der Vollständigkeit halber sei vorher noch das DigiCheck von RME erwähnt. Für ein kostenlos mit der Audio-Hardware mitgeliefertes Metering ist die DigiCheck-Software sehr gut, kommt aber an ein Pinguin nicht heran. Die Bereiche Peak, Bit, Korrelations- und Stereo-Metering werden von den Wavelab-internen Tools professionell abgedeckt. In Anbetracht des Preises ist es Wavelab nachzusehen, dass der Grafik-Analyzer nicht an das Niveau von Standalone-Lösungen wie das Pinguin, die alleine schon mehr als Wavelab Selbstkosten herankommen kann.